So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, nicht A Link to the Past, ich hoffe, ich habe das nicht öfter schon gesagt. Link's Awakening natürlich. Das letzte Mal haben wir wieder Herzteile, Muscheln gesammelt, Bomben gekauft. Ich wusste gar nicht, dass das schon geht. Sehr gut. Und dann tatsächlich auch noch die Uroka-Steppe betreten. Und Richard kennengelernt, der 5 goldene Blätter von uns haben möchte. Richards Villa. Ja, Mensch. Und die hat er auf dem Weg hierher verloren. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, man musste fast den ganzen Weg irgendwie buddeln und dann kam man an diese Dinger ran. Irgendwie sowas war da. Schloss Canalate. 10 Minuten. Weil er hat ja gesagt, er hat sie auf dem Weg hierher verloren und man soll eine Schaufel mitnehmen. Ich glaube, es war irgendwie... Ich weiß es nicht mehr genau. Ich buddel jetzt einfach mal wie ein Blöder. Ich bin mir aber echt nicht mehr so sicher. Ich glaube, teilweise hat man sie von Gegnern. Ich verrate zu viel. Ich sollte einfach mal spielen, ne? Ich weiß nur noch, dass ich da als Kind auch wie ein Blöder gebuddelt habe. Vielleicht war, aber ich glaube, das war. Ne, wir buddeln mal noch nicht. Wir warten mal noch ab. Jetzt haben wir den Weg hier schon mal aufgebuddelt. Vielleicht brauchen wir das aber noch gar nicht. So, und hier käme ich theoretisch. Ja? Schon zum Dungeon, wenn ich ihn öffnen könnte. Aber wie ihr seht, kann ich das nicht. Aber ich sehe hier was Eindeutiges. Also wenn da keine Muschel ist, fresse ich das Wesen. Hoffentlich. Oh Gott, oh Gott, lass es denn Muschel sein. Jetzt muss ich mir irgendwie einen Schokobesen kaufen oder sowas. Dankeschön. Es wäre jetzt auch echt merkwürdig gewesen. So. Diese Items sind auch deswegen cool, weil man damit schnell unterwegs ist. Also allein deswegen sammle ich sie schon immer ein. Wait, wie komme ich... Wait. Ah ne, da komme ich nicht rum, ne? Ne, da komme ich nicht rum. Keine Chance. Ha. Okay. Aua. Ich sollte mehr mit meinem Schild arbeiten. Oh Gott, die Viecher. Die werfen Bomben. Die sind ganz gemein und böse. Aber apropos Bomben, wir machen mal hier den Weg frei. Volksbank und Raiffeisenbank. Boom. Und können dann jetzt immer hier durch. Ah Gott, die Viecher sind auch interessant. Ja. Da komme ich noch nicht ran. Da sehe ich was. Das hatte zwar nichts mit Richards Quest zu tun. Das ist zum Beispiel wieder auf dem falschen Weg. Aber wenn ich das gerade sehe, machen wir doch hier schon mal auf. Oh! Ist die nur zum Heilen? Okay, die ist nur zum Heilen. Und dann wäre hier eine Fee, aber ich habe keine Flasche dabei. Schade. Gut. Weiß gar nicht, wo man die ersten Flaschen bekommt. Alles schon wieder vergessen hier. Ah, nice. Wie gesagt, wir laufen schneller. Allein dadurch kaufe ich die Dinger. Gerne. Hole ich mir die Dinger gerne. So, aber jetzt haben wir ganz kurz den Weg hier auch nochmal abgelaufen. Okay. Dann sind wir nämlich jetzt im Kreis. Und kann jetzt den richtigen Weg gehen. Sehr schön. Nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges vergesse. Passt. Passt. Alles gut. Alles wunderbar. Der muss halt echt... Oh, der regt mich jetzt schon auf. So, was steht hier? Schloss Canalette, 5 Minuten. Ja, seht ihr das? Der wirft Bomben. Der ist super frei. Aua. Den kann man irgendwie nur... Ich weiß gar nicht mehr, wie man den kriegen kann. So anscheinend nicht. Ei. Nee, keine Ahnung. So. Ich glaube, er hat ja gesagt, na, man sollte schauen. Ich meine, es war wirklich auf dem Weg, waren diese Blätter. Er sagte nicht umsonst, nimm eine Schaufel mit. Da oben ist das Schloss.
ja auch so an. Wow! Alter! Sind die eklig geworden. Oh mein Gott. Die sind richtig eklig. Oh mein Gott, die sind richtig eklig. Oh mein Gott, wie die da rauskommen. Ei, ei, ei. Boah, nee. Boah, nee. Boah, nee. Ah, mein Gott. Ach, nee, weg. Hinfort mit euch. Nee, lass mich in Ruhe. Ach Gott. Nee, da war schon mal nix. Ich komme hier doch gar nicht rein jetzt, ne? Hier, da komme ich auch nicht hin. Ich bin ein wenig verwirrt. Oh no. Oh no, ich habe eine Erinnerung. Oh nein, oh nein. Ich erinnere mich an etwas. Ich bin Kiki der Affe. Hunger. Kiki der Affe hat Hunger. Verdammt. Ja. Ich erinnere mich da an was. Aber das ist. Ich sehe da oben was Schönes. Da oben scheint ein Teleport gesetzt worden zu sein. Das ist sehr gut. Das da oben. Da gehen wir jetzt da mal schnell hin, wenn wir schon da sind. Das ist einer der wichtigsten Orte. Werdet gleich sehen, warum. Ich bin gespannt, wie sie es hier gemacht haben jetzt. Vielleicht habt ihr da ja auch was verändert. Ich labere schon wieder viel zu viel, ich weiß. Entschuldigung. Ach, interessant, wenn ich den Screen verlasse, sind die Löcher auch weg, die ich buddel. Obwohl ich ja noch im gleichen Bildschirm bleibe, ist da irgendwie eine Trennung, die da vonstatten genommen wird. Okay. So, gehen wir mal hier hoch. Ihr seht schon, dieses Haus, ne, das sieht so ein bisschen muschelartig aus. Komm mir nicht zu nahe, Knüpf, ich verrate dir auch ein Geheimnis. Berühre mit ausgestrecktem Schwert die Wände. Hörst du einen hohlen Klang, lässt sich die Wand mit einer Bombe sprengen. Komm mir nicht zu nahe, wenn du mitten in einer Höhle eine komische Schale siehst, streue etwas Zauberpulver hinein. Das Wesen, das darin haust, wird sich freuen. Ja, haben wir schon gemacht. Nice. So, aktivieren wir schnell noch den Teleport. Sehr gut, dass man die so ein bisschen sieht. Nee, wollte ich jetzt gar nicht. Dankeschön. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Muschelwasser. Ich bin sehr gespannt. Im Original war das so 2D mit so einem Streifen am Rand. Sehr schön. Also funktioniert es wie im Original. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Zaubermuscheln und betritt danach die Plattform, um das perfekte Schwert zu erhalten. Du solltest wohl mit vielen Zaubermuscheln im Gepäck wiederkommen und dich auf die Plattform stellen. Mal gucken, ob wir schon genug haben für, die erste Stufe. Ja. Safe. Reicht's auch schon für die zweite? Nein, nur die erste. Okay, aber die erste haben wir. Yay, ein Geschenk. Plopp. Ein Herzteil. Oh, das war das vierte. Nice. Nächster Container. Sehr schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier einfach eine Stufe mehr ist und sie so noch ein paar mehr Herzteile eingebaut haben. Bin ich mir gerade nicht sicher. Gut. Also ihr seht, hier muss man immer wieder zurückkommen. Deswegen habe ich gemeint, es ist großartig, dass sie hier jetzt ein Portal hingesetzt haben. Also sie haben praktisch alles das besser gemacht, was im Original noch nicht ganz so perfekt war. Großartig. Sehr großartig. So. Ach ja. Ja, und... Stimmt, wir kommen jetzt... Moment, wir kommen hier gerade gar nicht weiter. Zum Glück weiß ich, was ich tun muss. Hier würde ich jetzt eine Weile sitzen. Der Affe sagt ja, er hat Hunger, ne? Der Affe sagt ja, er hat Hunger. Und wir haben nichts zu essen für ihn. Wir
können aber dafür sorgen, dass wir etwas zu essen haben. Dafür muss man aber die Tauschquest anfangen. Also wenn ich jetzt ein neuer Spieler wäre, ja, ich meine klar, ich habe die Yoshi-Puppe und ich weiß auch, wo sie hin muss, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, als Spieler, dass das weiterführt. Aber das ist das, was weiterführt. Wir müssen jetzt die Tauschquest machen. Bis wir was haben, was wir dem Affen geben können. Sie wollte die Yoshi-Puppe haben, ne? Oh, schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe bitte? Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Du hast die Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Ja, bestimmt kann ich das. Schnauf. Auf geht's. Bam, 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 badabam. Wer sich erinnert? Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dafür auch eine Dose Hundefutter. Okay. Freude, hier ist dein Hundefutter. So. Das Hundefutter. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir im Let's Play da schon waren. Ich weiß halt aus meiner Erinnerung noch, wo das hin muss. Aber ich glaube, im Let's Play waren wir da noch nicht, ne? Bin mir gerade unschlüssig. Wenn wir aber eh gerade nochmal zum Strand runterlaufen, kann ich kurz da unten buddeln. Ich glaube, da war auch eine Muschel. Hier. Ich glaube, hier war irgendwo auch eine Muschel. Nein. Wirklich nicht? Schade. Hätte schwören können. Naja, deswegen sollte man nicht schwören. So. Ja. Warte, war hier nicht aber... Wie ich immer alles durcheinander bringe, was ich jemals gesehen haben will. Wo war denn der Typ jetzt? Oh! Da sehe ich was anderes. Da sehe ich was anderes spontan. Kabumm. Was ist das denn? Ich habe einen Ton gehört, aber hier ist keiner. Vielleicht für später. Ich kann hier aktuell nichts machen. Müssen wir uns mal merken. Gibt's ein Fragezeichen? Und guck mal, wir haben schon fast das komplette Gebiet aufgedeckt. Sehr gut. Gibt's ein Fragezeichen? Nein. Mache ich ein Rechteck, für wenn ich was nicht weiß. Keine Ahnung. Es hat einen Ton gegeben, aber ich kann hier nichts. Ob mir Pulver hier hilft? Nö. Nö. Bomben. Kann ich Bomben werfen? Ja, nützt mir nichts. Okay. Dann geh mal raus. Aber gibt's den Ton jetzt wieder? Hm. Ja gut, kann ich aktuell nichts mit anfangen. Weiß ich gerade auch echt nicht, was da im Original war. Aber wollten wir ja auch eigentlich gar nicht hier hin. Kommt wieder vom 100. ins 1000. Wo war denn das jetzt? Ach, guck mal. Die Truhe können wir uns schnell holen. Ganz fix. Rubine! Auf dem Weg zu 980. Hier ist ein Haus. Da war das wahrscheinlich. Da war das wahrscheinlich. Eine der Schranktüren hängt nicht mehr in ihren Angeln. Der Schrank wurde schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt.
Also hier war das schon mal nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Oh! Okay. Sehr gut. Weiß gerade nicht mehr, was ist mit dem Haus. Hat es mit dem Haus noch irgendwas auf sich, außer der Muschel? Aber das ist nicht das, was ich wollte. Da komme ich nicht. Hä, das war doch aber hier. Oh. Wo war denn dieser Typ? Der das Hundefutter wollte. Gott, werden sich Erinnerungen mit Nichtwissen vermischen. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Ich muss mal oben rumlaufen. Ach, hier! Ja, moin. Man sieht schon, hier hängen überall Bananen. Ja. Das ist gut. Ich glaube, hier war ich im Let's Play noch nicht drin, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, war ich hier schon drin? Ich habe keine Ahnung. Ist ja egal. Jedenfalls... Er möchte Hundefutter. Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist... Genau diese Dose fehlt in meiner Sammlung. Bitte gib mir das Hundefutter. Bitte, 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 bitte. Oh, danke. Gib es sofort her. Ja. So viel zur Sammlung. Mensch, Matzrübs. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber da hast du ein paar Bananen. Wumps. Das ist durchaus ein fairer Tausch, mein Freund. Denn hiermit schließen wir erstmal die Tauschquest ab. Und können uns zurückbegeben. Ah, das geht ja nicht. Ah, nice. Immerhin können wir jetzt schneller laufen. Jo. Speedolink. Sehr schön. Renn. Renn um dein Leben. So, müssen wir hier noch durch, um Geld mitzunehmen. Einfach mal durchpflügen. So, halt. So. Und dann sind wir schon wieder beim Teleporter. Ja, aber das wäre jetzt, wenn ich das blind spielen würde, das wäre jetzt eine Stelle gewesen. Das wäre jetzt eine Stelle gewesen, an der ich, glaube ich, erstmal hängen würde. Können wir mal gucken, ob wir die Muscheln, die wir gesammelt haben, gerade, ob die schon reichen für die nächste Stufe. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Let's test. Ah, oh. War eine zu wenig oder zwei. Okay. Aber schön, haben wir das schon mal gefunden. So. Guck mal, was ich hier habe. Banane, Banane. Oh, Kiki will sie haben. Gibst du sie, Kiki? Ja. Bananen, Bananen. Oh, Kiki freut sich. Affen, kommt, bedankt euch. Und wir kriegen einen Weg ins Schloss. Nicht das Schloss Hyrule, haben wir ja schon gesehen. Denn wir sind ja auch gar nicht. Wir sind ja auf Kokolint. Geschäft erledigt. Weg mit Affenzahn. Kiki, kiki, kiki. So. Und zusätzlich bekommen wir das nächste Tauschitem, aber das werden wir jetzt erstmal nicht weiterverwenden. Eieiei. So, ich weiß auch gerade überhaupt nicht mehr, wer den Stock wollte. Ist aber auch egal. Wir wollten ja hier rein. Glaube ich zumindest. Ich meine, ich muss hier rumwurscheln, die Dinger zu bekommen. Die Blätter. Genau. Ich meine, die sind da drin. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir werden sehen. Wird sich alles aufklären. So. Da-da-da-da.
Ja, genau, der hat ein Blatt. Das weiß ich. Das weiß ich, der hat ein Blatt. Ich erinnere mich. Okay, ich muss ihn erst werfen lassen. Ach. Ach, komm schon. Ich treffe ihn immer nur einmal, ja? Okay. Da ist mein erstes Blatt. Gut, wir sind richtig. Du hast ein goldenes Blatt gefunden. Aber irgendwo musste man auch buddeln. Ich weiß nur nicht mehr wo. Aua. So. Wir können auch ins... Kann ich das hier erstmal öffnen von hier aus? Nein. Okay, irgendwie kann man das aber öffnen. Nicht, dass man damit da außen rum muss. Jetzt gehen wir erstmal hier noch außen rum. Nicht so gut funktioniert. So. Hey, wie krieg ich den denn da runter? Aua. Kann ich die Dinger anzünden oder sind die nur Deko? Ich bin mir gerade unschlüssig. Okay, ist nur Deko. Hallo, Freund? Kann ich ihn irgendwie triggern? Ah. Ich glaube nämlich, der hat Blatt. Sag ich ja. Sehr gut. Das war Nummer 2. Und wenn mich nicht alles täuscht... Aber wieso hat er dann gesagt, ich soll eine Schaufel mitnehmen? Sind die anderen Blätter da drin? Kleiner Mini-Dungeon sozusagen. Den schaffen wir aber noch. Hat er eine Karte? Nein, ne? Nein, er hat keine Karte. Lass mich los! So. Ha! Da ist mein nächstes Blatt. Sehr schön. Da-da-da-da. Fehlen noch 2. Wie er einfach nur geguckt hat und gewartet hat. Wie so eine richtige Nulpe. So, da ist ein Schalter. Der öffnet jetzt endlich das Tor. Sehr gut. Haben wir das schon mal? Prima. Mehr scheint hier nicht zu sein. Aber da sind 2 Kollegen. Das ist jetzt nicht so gut, wenn du mich in die Bombe zurück... Oh mein Gott. Oh Gott. Keine gute Kombination. Okay. Huh. So. Gut, dass wir schon die Bomben gekauft haben, ne? Sonst hätte ich jetzt hier, wäre ich jetzt hier, Ach ja, er hat das letzte Blatt. Ich erinnere mich. Jetzt kommen wir erstmal wieder raus. Kann ich hier auch was tun? Nein. So. Genau, ich kann auch nur da reingehen. Ja, das wollte ich nicht sehen. Ich wollte... War Quatsch. So, ich hoffe, ich kriege hier noch einen Tee oder sowas. Oder halt Herzen. Notfalls haben wir den Balsam. Aber ich frage mich, ob der Balsam, ne, der hat 28 Rubine das erste Mal gekostet, ob der nicht immer teurer... Ach, Mist. Ob der nicht immer teurer wird. Wenn man... Je öfter man den braucht. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre zumindest ein cooles Feature. So, wird schon reichen. Ist jetzt kein großer Boss. Ist ja einfach nur... mit ein paar
paar gezielten Drehungen sollte der weg sein. Aua. Ich stelle mich gerade wieder furchtbar an. Naja, er ist weg, aber guter Kampf war es nicht. Sehr schön. Ab zu Richard. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Aber wie hat er jetzt gesagt, ich sollte die Schaufel für... Was war denn die Schaufel? Habe ich irgendwie die Schaufel jetzt gebraucht, um hier hinzukommen? Nein. Das hat mich nämlich... Ich habe als Kind nämlich genau wie vorhin... Habe ich hier einfach alles aufgebuddelt und dann waren die Blätter einfach da in diesem komischen Schloss. Genau den falschen Gedankengang hatte ich nämlich auch schon als Kind. Großartig, hat sich nichts geändert. Zum Glück wusste ich jetzt aber halt noch, dass man in das Schloss grundsätzlich musste, aber ich dachte, es war für ein paar Blätter, nicht für alle. Na, wie auch immer. Wie komme ich denn an die Treppe da eigentlich ran? Ja, von einer Seite. Keine Ahnung. Egal. Geben wir die Blätter ab und schließen den Part ab. Also, beziehungsweise, wir können ja noch bis zum Dungeon laufen. Ah, sehr gut, er hat alle Blätter finden können. Schiebe er diese Statue hinter mir zur Seite und erfinde, was er gesucht hat. Ach, jetzt kommen wir hier erst rein. Stimmt, ja, wir haben ja noch gar nicht den Schlüssel. Haben wir jetzt einen Schlüssel? Nein. Eine Zaubermuschel. Aber die nehme ich auch gerne mit. So ist es nicht. Gut. Ist da irgendwie... Nee, es sah so aus. Ah, ich wollte gerade schon sagen, was ist denn mit dem? Na, wirst du wohl. Ist hier irgendwas Relevantes? Nein. Hätte ich mir das noch sparen können. Gut. Ach. Richtig. Dieses, jetzt sind wir auf diesem Feld. Oh je, gab's hier irgendwo... Oh, hier gab's bestimmt wieder irgendwo Muscheln. Oh no. Auf jeden Fall gibt's hier auch ein Herzteil. Das haben wir schon gesehen. Ich glaube, das... Gab's im Original nicht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da hinten ist es jedenfalls. Die Frage ist, ob ich schon hinkomme. Ja. Oh. Na, wobei, das ist ein Zweiersprung. Der ist drin. Sagte, der ist drin. Der ist drin. Ach, komm schon. Der ist drin. Jawohl. Sag ich doch. So. Aber ich muss auf jeden Fall alles hier wegfrühstücken. Allein schon wegen Muschel. So, was hast du mir zu erzählen? Mutter Erde Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Ah ja. Da ist der Schlüssel. Nice. Machen wir gleich mal auf. Nämlich das Blödste, was man machen kann. Vergessen, dass man den hier rum aufmachen muss und dann hinlaufen. So. Sehr schön. Aber wie gesagt, das wäre jetzt ein Dungeon. Da hätte ich jetzt eine Weile gebraucht, um hinzukommen. Nein! Ah, war das jetzt eine Muschel oder nicht? Ach, Käse. Wieso ist denn jetzt der Stein wieder da? Ich
wette, da ist noch eine Muschel. Ich muss, Leute, das... Die Zeit müssen wir uns kurz nehmen. Tut mir leid. Ich gehe ja nie wieder hierhin zurück. Meine einfach, hier müsste irgendwo eine. Zumindest eine Muschel wird hier doch wohl sein. Alles andere wäre schon frech. Ansonsten ist es halt Rubinfarmen. Wenn auch nicht sehr viele. Aber wobei, es kommen auch Zweier raus. Fünfer. Weiter. Da ist auch nichts mehr. Haben wir jetzt hier wirklich? Ja, er geht ja hoch, da haben wir alles. Okay. Vielleicht mache ich erstmal das ganze Gestrüpp. Erstmal das ganze Gestrüpp weg. Und wenn das ganze Gestrüpp weg ist, dann wuseln wir einfach nochmal mit der Schaufel durch. Machen wir es so. Hier auf dem Weg ist jetzt das ganze Gestrüpp weg. Dann muss ich jetzt hier einfach mit der Schaufel durch. Wahrscheinlich ist hier keine Muschel. Ah. Ich wette, da ist keine Muschel mehr. Wahrscheinlich ist da keine Muschel mehr. Hä, ist das ge... Ah, es ist einfach, es kommt einfach wieder, weil man den Bereich verlässt. Ja, verstanden. Gut, dann ist da halt keine Muschel. Immerhin die aufgebuddelten Sachen bleiben bestehen. Ist ja auch schon mal ein Teilerfolg. Okay. Meinetwegen. Dann eben nicht. Gut. Gehen wir noch in den Dungeon rein und machen ihn dann aber beim nächsten Mal. Wundert mich, dass hier überhaupt keine Muschel ist. Na gut. Na gut. Sei es drum. So. Ich weiß gar nicht mehr, was man in dem Dungeon bekommt. Ich habe eine Vermutung. Teufelswiller. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.